Dafür Jetzt machst du den Christian Vetter noch zum Referenten, dass wir ihn auch hören können. genau, jetzt sehe ich den roten Punkt Ja, und den sehe ich. wir sind offiziell und auf Leitung. Ich darf ganz herzlich die Teilnehmer begrüßen. Wir haben eben schon im Vorfeld, der ein oder andere hat es vielleicht mitbekommen, so ein bisschen über andere technologische Themen und Fragen so ein bisschen in Anführungszeichen gestöhnt, weil Blockchain, ich habe es immer noch nicht so ganz verstanden, was es bringt, aber wir haben ja jetzt Gott sei Dank in dieser Woche nur mit in Anführungszeichen mit dem Thema Big Data und künstliche Intelligenz zu tun und uns daran so ein bisschen abgearbeitet. Sven, magst du mal aus deiner Sicht, aus Arealsicht zusammenfassen, wie die Woche so gelaufen ist? Also sprich, L&D als Innovationstreiber war ja mit einem Fragezeichen versehen, das Thema. Ja. Ja oder nein? Oder vielleicht oder in Zukunft? Also wenn wir die Ergebnisse mal von Freitag beziehungsweise von Mittwoch uns auch nochmal angucken, ein entschiedenes Ja. Innovationstreiber auf jeden Fall. Warum bin ich mir da so sicher? Ich bin mir deswegen sicher, wenn wir es schaffen, im HR, im Personalentwickler, im L&D-Umfeld, die Kompetenzen weiterzuentwickeln, wenn es um digital geht, wenn es um Tools geht, wenn es um Daten geht, dass wir dann in eine ganz andere Rolle kommen. Und das müssen wir auch. Also mein Petitum ist es per se schon seit über einem halben Jahr, fast schon seit einem Jahr, dass sich die Rolle der PE verändern muss und auch wird. Und also da bin ich fest von überzeugt. Und das Schöne daran, und das kommt auch nachher nochmal im Resümee auf einer Slide. Am Ende haben wir es selbst in der Hand. Also wir können viel gestalten. Ich will mich jetzt nicht als Role Model dafür nehmen. Allerdings bin ich schon so auch einen Weg gegangen, denn ich habe Anfang des Jahres ja von der Personalentwicklungsseite in Richtung Innovations gewechselt, um genau das zu machen, weil es einfach diese Funktion, HR Digital oder People Analytics in dieser Ausprägung noch gar nicht gibt. Und das war so ein Learning in der Woche jetzt, dass es vielen Teilnehmern ähnlich geht. Wir hatten ja die Fragen unter anderem am Mittwoch oder beziehungsweise am Dienstag auch im Twitter-Chat gestellt. Wie relevant ist das Thema? Wir haben in der SWOT-Analyse drauf geschaut. Wo steht ihr da? Wo sind die Chancen und Bedrohungen? Also viele sind da so am Rummeandern. Einige sind ein Stückchen weiter vor. Simon ist auf jeden Fall jemand, der ganz viel gute Erfahrung hat, der auch vieles schon macht mit People Analytics und mit Daten überhaupt. Andere sagen, ist überhaupt noch kein Thema. Gucken wir uns aber gleich nochmal in der Sammlung an. Bottom line, Strich drunter ist, ja, L&D kann der Innovationstreiber sein. Die Frage ist, in welcher Konstellation? Beantwortet das erstmal deinen ersten Wissensdurst, Jochen. Ja, natürlich. Und damit wollte ich ja eigentlich so ein bisschen den Weg bereiten, um vielleicht die Woche so im Rückblick mal zusammenzufassen. Ja, das machen wir auch jetzt und für alle, die wissen wollen, was denn jetzt kommt. Ja, natürlich kommt der Rückblick. Gerne natürlich auch gleich wieder Fragen, wenn welche kommen sollten, in den Chat schreiben. Wir wollen es wieder interaktiv machen. Wir haben auch den Christian wieder mit dabei jetzt im Abschluss der Woche, der zum Mittwoch auch nochmal was sagen wird. Christian Vetter von HR Forecast. Jetzt gucken wir uns erstmal an, was haben wir denn in den einzelnen Steps so gemacht für diejenigen, die vielleicht die ein oder andere Session noch nicht aus zeitlichen Gründen noch nicht angucken konnten, um sie alle auf einen Stand zu holen. Einmal kurz eine Slide, die ich normalerweise aufblättern würde nacheinander. Aber ich glaube, das Wichtigste, was ist, es ist uns nicht gelungen, abschließend eine Diskussion mal zu beenden und zu sagen, okay, das ist eigentlich der Begriff, über den wir reden. Also weder People Analytics noch Big Data, Smart Data konnten wir irgendwie definieren und sagen, das ist es jetzt erstmal für uns. Es zeigt auch, dass wir hier an einem Stand sind, der noch relativ neu ist und weit an der Oberfläche. Punkte 2 und 3 auch nochmal erklärend. Ja, es gibt Unmengen von Videos, von Artikeln. Jeden Tag kommt was Neues rein. Es gibt ein paar führende Namen, die ganz, ganz viel machen dazu. Es gibt aber auch viel Bullshit-Bingo. Jochen, du hast es in einem Kommentar auch nochmal gesagt. Es sind viele Artikel, die einfach Dinge aneinanderreihen, aber die nicht in die Tiefe gehen und noch gar nicht richtig beschreiben können, was denn am Ende wirklich möglich sein wird mit People Analytics. Ein bisschen was möglich sein kann, haben wir am Mittwoch gehört. Da sagt der Chris auch gleich nochmal was dazu. Ja, was so für mich das Learning aus dem Montag war, wenn ich mir die Kommentare auch durchgeschaut habe, war schon, dass wir
dann eine nachhaltige Beeinflussung erwarten werden. Ich persönlich weiß noch nicht, über wie viele Jahre wir sprechen. Es gibt ja auch diesen wunderbaren Ausspruch von Bill Gates, der sagt, wir überschätzen das, was in den 2 Jahren passiert, und wir unterschätzen, was in 10 Jahren passiert. Nee, wir überschätzen, was in 10 Jahren passiert, und unterschätzen, was in 2 Jahren passiert. So rum ist es richtig. Und so geht es uns, glaube ich, jetzt im Moment auch. Und so bin ich auch aus dem Montag rausgegangen und gesagt, okay, mal schauen, wie es jetzt weitergeht und was auch vor allen Dingen aus dem Teilnehmerkreis noch so kommt. Und da waren ganz, ganz wunderbare Impulse am Montag auf jeden Fall zu lesen. Dann haben wir am Dienstag was gemacht, was ich persönlich extrem spannend fand. Noch nie gemacht, im Twitter-Chat. Es war, und das haben wir auch gesehen in Teilen, es war echt herausfordernd. Karl-Heinz Papa hat gesagt, es ist eigentlich nur eine Multitasking-Aufgabe, aber es war schon ein bisschen mehr als nur Multitasking. Nämlich über die Hashtags beziehungsweise über das F1 und A1 da so ein paar Dinge mal rauszuarbeiten. Und mir hat es total viel Spaß gemacht. Ich habe selten eine Stunde erlebt, die so schnell rum war. Und ich glaube, Jochen, dir ging es ähnlich, oder? Entschuldigung, jetzt muss ich mein Mikro kurz einschalten. Absolut, ja. Also ich fand auch, das war erstens sehr kurzweilig und zweitens, jetzt gucke ich auch so ein bisschen auf den Link mit Storyfy. Also man kann das wunderbar aufbereiten und kriegt dann eigentlich nochmal, wenn man das Ganze so ein bisschen zuordnet, auch ein wunderschönes Protokoll der ganzen Session, wo man so die einzelnen Fragen und Antworten wieder zusammenziehen kann. Also das Protokoll ist auch verfügbar. Also bitte drauf gucken. Jetzt muss ich kurz meine Präsentation wieder suchen. Irgendjemand hat mir meine Präsentation zugemacht. Ich weiß nicht. Jetzt kommt sie. So, da ist sie wieder. Da kommt sie wieder. Jupp, das ist immer. So, ein ganz großes Learning. Dankeschön. Ein ganz großes Learning ist für mich gewesen, dass es egal ist, an welchem Ort man sich im Moment befindet, die Internetverbindung ist immer wieder eine Herausforderung. Weil sowohl im Tech-Quartier als auch im Homeoffice als auch jetzt hier in der Bank, da gibt es immer wieder irgendwelche Aussetzer. Das ist echt erstaunlich. Gut, aber ich denke mal, jetzt können alle wieder die Präsentation sehen und passt. So. Mhm. Fein. Also gucken wir mal drauf, was wir gemacht haben. Jochen, du hast die Steuerung für die Präsentation. Klick doch bitte einmal weiter. Wunderbar, danke schön. Wir haben also die erste Frage, haben wir gestellt, welchen Stellenwert hat denn Big Data? Kleiner Tech Cloud hier, und wir sehen, dass es einen unterschiedlichen Stellenwert hat. Was mich erstaunt hat, ist, dass einige von euch gesagt haben, dass es in den Firmenzentralen respektive im Headquarter sicherlich ein Thema ist, aber bei euch nicht. Also in der Enklave oder in der Branch oder wo auch immer ihr sitzt. Andere sagen, es ist ein persönliches Thema von Ihnen, aber im Job irgendwie kein Thema. Und das zeigt mir auch da wieder, wohin mit dem Ganzen. Ne? Und wenn das so zerfleddert ist, wenn es da noch keine richtige Guidance gibt, tja, warum und wie soll das denn am Ende landen? Und jetzt auch gerne hier an die Teilnehmer in der Live-Session, Stellenwert, gibt es bei euch anders? Ist das alles ein persönliches Thema, Big Data? Oder sagt ihr auch, naja, das wird irgendwo anders getrieben oder kommt vom Headquarter, kommt von der Firmenzentrale? Während ich weitermache, gerne mal im Chat was da lassen, mal kurz drüber reden. Wir haben auch einen relativ großen Spread. Wir haben von ganz wenig, also von kein, hier unten steht einmal kein, bis hin, wir sind am Anfang und dann, wir haben auch schon ein großes Interesse, ganz viel. Also da ist wirklich die Schere aufgegangen, für mich auch nochmal klar, jo, da ist was wir noch besser machen können. Frage 2, Jochen. Ja, ich weiß jetzt nicht genau. Du kannst selber wieder oben übernehmen, die Präsentation oben in der Mitte. Genau. Präsentation übernehmen, dann gestützt autonom. Ich habe gerade hier freigegeben von Steuerelementen wurde durch eine Richtlinie deaktiviert. Das ist eine neue Erkenntnis, die ich bei Skype habe, hatte ich noch nie. Boah, wunderbar. Jochen, du bist jetzt mal mein Buddy. Ja, aber jetzt muss ich auch. Ich habe es weitergeschaltet. Ach, super. Dankeschön. Genau. Danke.
Oh, kann es noch nicht übernehmen, aber das macht nichts, kriegen wir hin. So, zweite Frage, Datenfreigabe. Meine Idee zu dieser Frage war, einfach mal abzufragen, was sind wir eigentlich bereit zu geben? Also womit bezahlen wir eigentlich für das, dass wir da kriegen? Wollen wir das machen? Ja. Und da war, Nummer eins zurück, ich habe auch jetzt die Steuerung wieder, passt also alles. Da sind wir, Datenfreigabe. Da war die Frage, was gebe ich preis? Also einige haben gesagt, ich bin eigentlich bereit, alles freizugeben, wenn mir sichergestellt wird, dass es transparent ist und wenn mir sichergestellt wird, dass ich weiß, wo die Daten hingehen. Also das ist etwas, was wichtig ist. Ja, Zugriffsdauer würde ich freigeben, Zugriffszeiten würde ich freigeben. Das sind aber Dinge, die wir schon kennen. Das war jetzt eine ganz wichtige Erkenntnis. Nichts, was jetzt, wo wir sagen, okay, das ist unbedingt so ganz neu. Gehen wir noch mal eins weiter und überlegen mal Lerninnovation. Wir sind ja in einem Innovationsthema. Frage auch hier, inwieweit können wir das denn treiben? Und da kam eine ganze Menge. Angefangen von, was ganz oben steht, ja, dass Lernen viel individualisierter werden kann. Bis hin zu Dingen wie, dass wir auch mit so einer Innovation mit Big Data kundenorientierter unterwegs sind, weil wir unsere Mitarbeiter wirklich ganz, ganz persönlich ansprechen können. Das geht einher mit dem Thema Einzellernmöglichkeiten. Also ich kann für mich selbst viel besser entscheiden, wenn ich weiß über meine Daten oder wenn das System über mich was weiß, was denn für mich gerade passt in meiner Skill-Entwicklung. Kompetenz und also Performance war ein ganz großes Thema, über das wir gesprochen haben. Spannend war auch, in der Mitte steht das Prediction, dass wir über die Vorhersage, was denn notwendig sein wird an Kompetenz in der Zukunft, viel eher in der Lage sein werden, so Skill Gaps zu schließen. Und das ist und dem Lerner vorzuschlagen, was er denn als nächstes denn lernen soll. Ich habe das mal Amazon-Prinzip genannt. Also so, da kam, glaube ich, ein Beitrag, den der Joachim geschrieben hatte. Ja, Personen, die das gelernt haben, haben auch das gelernt. Also das ist vielleicht eine Entwicklung, mit der wir uns anfreunden müssen, die es in den Lernmanagementsystemen zukünftig zu implementieren gilt. Klammer auf, die Frage ist, was machen wir überhaupt mit den LMS? Gibt sie noch, gibt sie nicht? Keine Ahnung, müssen wir schauen, wo da die Reise hingeht. Also ganz, ganz, ganz spannend. Und um auf die Eingangsfrage nochmal zurückzukommen, ist denn L&D der Innovationstreiber? Wenn ich mir das so anschaue, dann sage ich ja, wir haben zumindest gute Karten, der Innovationstreiber im modernen Digital Workplace zu sein. Jo, das waren mal so die drei wichtigen Fragen. Wir haben insgesamt fünf. Die drei wichtigsten habe ich jetzt mal rausgenommen. Alles andere kann man natürlich auch nochmal nachlesen im Storify und sich einen Gesamtüberblick verschaffen. Dann haben wir uns den Mittwoch vorgenommen. Und ja, das sind mal so die wichtigsten Dinge, die ich aufgenommen habe, Christian. Und du bist ja derjenige, der den Mittwoch mitgestaltet hat. Da habe ich gleich zu Anfang im ersten Satz die Datenkrake. Da gab es einen Kommentar, dass Datenkrake vielleicht so ein bisschen negativ war. Da war der Vorschlag doch eher, das Datencrawler zu nennen oder ähnliches. Christian, Frage an dich, wie geht ihr mit dem Namen um? Und natürlich auch die Frage an dich, wie war der Tag für dich? Was ist so dein Haupt-Learning aus dem Mittwoch? So, hallo zusammen, kann man mich hören? Jo, sehr gut. Sehr gut. Ich grüße heute nicht aus München, sondern aus dem Hotel in Schwerin. Deswegen hoffe ich, dass die Geräusche im Hintergrund nicht so laut sind. Zu den zwei Fragen von dir, Sven. Also erstens, wie wir mit dem Wort Datenkrake umgehen. Wir nennen es in der Tat intern Crawler. Also wenn wir jetzt entwickeln, wir entwickeln immer an Crawlern. Ich werde mir das für die Zukunft auch, glaube ich, dann mitnehmen, dass wir den Begriff Datenkrake nicht mehr verwenden. Ich finde ihn halt relativ passend, wenn man ihn in einem Kontext verwendet, bei dem es um externe Daten geht, weil die sind ja frei zugänglich. Die kann im Prinzip jeder anschauen. Insofern ist das Thema Datenkrake da meiner Meinung nach nicht so negativ behaftet. Es löst aber natürlich schon gewissermaßen bei jedem so ein mulmiges Gefühl aus. Ja. Also wenn wir jetzt von internen Daten sprechen, dann bin ich da auch bei euch allen. Da ist das wahrscheinlich noch mehr fehl am Platz. Ja. Mhm.
Gut, also zum zweiten Teil deiner Frage, was habe ich jetzt mitgenommen, was waren so für mich die Learnings? Also vielleicht nochmal ganz kurz für die, die nicht dabei waren. Wir als HR Forecast sind ein Startup im Bereich von Big Data, bieten Big Data Services für Unternehmen aller Größen an. Und was uns gewissermaßen auch stolz macht, ist, dass wir eben, wie auf der ersten Folie da gezeigt, nicht nur von Begriffen wie Big Data und People Analytics etc. reden und das Ganze so ein bisschen schwammig lassen, sondern dass wir es halt auch wirklich an vielen, vielen praktischen Beispielen schon durchexerziert haben und deswegen stolz behaupten können, dass wir tatsächlich auch wissen, wie Big Data funktioniert. Ich hatte es auch an einigen Beispielen dann dargestellt. Was war das Learning für mich? Also erstmal habe ich wahrgenommen, dass es sehr gut angekommen ist. Die Teilnehmer haben ja auch jetzt, ich habe den Blog auch nochmal geprüft, habe auch nochmal da gesehen, eben, dass es für viele Leute auch nochmal die Übersetzung war, wie kann jetzt Strategie, Learning und Development entsprechend zusammengefasst werden und dass das eben über Data passiert. Ich würde auch gerne nochmal einen Blog-Eintrag da entsprechend hervorrufen. Da ging es um das Thema Blackbox und es ging aber darum, dass die Blackbox, wenn ich richtig verstanden habe, dadurch entsteht, dass nicht mit Daten gearbeitet wird. Also wie genau diese Learnings im Unternehmen und so funktionieren. Und vorhin waren ja auch auf dieser Word Cloud nochmal so ein paar Begriffe dargestellt, wie Transparenz und Verstehen und verständlich machen. Und ich denke, Big Data liefert einfach auch eine tolle Möglichkeit, dass man diese Blackbox, die ja oft im Unternehmen existiert, durch Daten einfach sehr, sehr transparent macht und genau darstellen kann, auch für jeden dann nachvollziehbar darstellen kann, wie diese ganzen Zusammenhänge auch existieren, weil die Daten beschreiben letztendlich eine Situation und als Personaler kann ich das dann nutzen, diese Beschreibung, um nachzuvollziehen, wie dann entsprechend die Zusammenhänge sind. Was es auch ganz gut darstellt, ich flippe mal auf die nächste Slide, Christian. Ja, dann sehr gerne. Nochmal dein Beispiel so zum Thema Transparenz, also alles, was wir auf der rechten Seite sehen. Magst du da nochmal was zu sagen? Für die Teilnehmer auch, die jetzt am Mittwoch nicht dabei waren, vielleicht nur kurz. Genau, das war ja auch ein Großteil der Diskussion dann im Nachgang, dass viel diskutiert wurde, okay, Strategie habe ich verstanden, aber wenn es um das Individuum geht, dann sehe ich das sehr kritisch und sehr skeptisch. Und da muss ich auch tatsächlich sagen, wir als HR Forecast, als Unternehmen mit einem ganz klaren Fokus auf HR Strategy, haben das Feld, sage ich mal, schon ziemlich umgepflügt. Das heißt, wenn ich von Recruiting über die Personalentwicklung bis hin zur Nachfolgeplanung entsprechend Beispiele bringe, da fühlt sich jeder irgendwie angesprochen. Auf der strategischen Ebene auch immer gut nachvollziehbar und auch alles klar, ganz valide, weil wir haben jetzt hier zum Beispiel rechts dargestellt, nachdem wir eine Skill-Landschaft eben sichtbar gemacht haben durch die Erhebung von durch die Analyse von Skills, die im Unternehmen in irgendwelchen Datenquellen eben vorliegen. Und es ist halt eben sehr strategisch dargestellt. Das heißt, ich habe einfach nur eine genannte Heatmap und ich sehe quasi auf den ersten Blick, HR und Einkauf ist hier nicht wirklich zukunftssicher aufgestellt, während Service und IT eben viele Skills mitbringen, die auch tatsächlich dann in Zukunft die Eckpfeiler des Unternehmens sind. Und wie gesagt, hier geht es um Strategie, hier geht es darum zu sehen, wo drückt der Schuh. Das kann ich auch mit einer schlechten Datenqualität, mit relativ wenig Erfahrung im Bereich Daten. Wenn es dann um das Individuum geht und wirklich darum geht, aus diesen Erkenntnissen konkrete Maßnahmen zu schnüren für die Mitarbeiter, stößt Big Data heutzutage vielleicht noch ein bisschen an die Grenzen, weil dann tatsächlich auch eine sehr, sehr gute Datenqualität vorausgesetzt ist, damit ich auch sicher gehen kann, dass der Mitarbeiter die Daten so eingepflegt hat, dass die Maßnahmen, die ich ihm vorschlage, dann auch auf Akzeptanz kommen. Es hat letztendlich zwei Seiten, diese Medaille. Also das machen wir heute auch schon. Auf der einen Seite schlagen wir ein Set von Maßnahmen vor. Das heißt, der Mitarbeiter hat eine Auswahl und hat somit immer was dabei, was ihm auch entsprechend hilft im Bereich Learning und Development. Und es ist natürlich an die Strategie auch verknüpft. Hat auch den Riesenvorteil, dass zu viel Vielfalt auch manchmal schlecht ist. Also wenn ich mir jetzt als Mitarbeiter im Großkonzern anschaue, was die alles für mich bieten, da weiß ich ja gar nicht, welche von diesen Maßnahmen ich jetzt annehmen soll oder kann oder muss, um mich entsprechend auch zukunftsorientiert weiterzuentwickeln. Big Data liefert mir als Individuum natürlich die Möglichkeit, einen kleinen Einkaufswagen mit Möglichkeiten schon mal zu haben und einfach auszuwählen. Und hat natürlich auch den gewissen Nachteil, dass wenn die Daten nicht stimmen, dass auf dem individuellen Level dann eine gewisse Unschärfe entstehen kann. Haben wir allerdings die Erfahrung gemacht, dass das in der Regel, dadurch, dass wir nicht eine Maßnahme befehlen, sondern eine Summe an Maßnahmen
empfehlen, dass es entsprechend auf eine sehr hohe Akzeptanz auch kommt. Okay. Cool. Chris, vielen Dank. Auch vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, da uns am Mittwoch mit zu unterstützen. Das war total spannend. War klasse. Und ich denke, das würde ich auch in der Diskussion immer wieder mal auch sehen werden, wenn es ums Thema Big Data geht. Was haben wir gemacht danach? Danach, nach dem Mittwoch, haben wir wieder was ausprobiert, nämlich eine SWOT-Analyse. Wir haben über ein Google-Dokument mal gemeinschaftlich so eine SWOT-Analyse gefüllt. Und ich habe das hier, ich hätte da jetzt auch den Hashtag NoFilter draufpacken können. Ich habe das einfach 1:1 rüber kopiert. Das ist das, was ihr reingeschrieben habt. Und wir flippen da jetzt einmal durch, gucken uns kurz an, was eure Meinung ist, wo denn so die Stärken zum Thema Big Data und Einsatz von Big Data sind. Gelesen habt ihr es jetzt. Und ja, auch hier nochmal die Bitte an euch, wenn euch jetzt im Verlauf der nächsten so 10 Minuten oder wie lange wir noch haben, noch was einfällt, einfach gerne nochmal in den Chat reinschreiben, hey, das ist für mich absolut was Big Data oder wo Big Data unterstützen kann, wo People Analytics unterstützen kann im L&D-Umfeld, wo es uns helfen kann, unsere Rolle als Personalentwickler, als Personaler, als HRler da nochmal zu stärken. Wir sehen hier, das ist das Thema Kompetenz, kommt wieder. Wir sehen, dass wir Effizienzgewinne in irgendeiner Form haben. Da könnte ich natürlich jetzt auch nochmal reingehen und könnte sagen, ja auch in unsere Diskussion von Blockchain, wenn ich Administration irgendwie runterfahren kann komplett, dann wäre das sicherlich etwas, was sinnvoll ist. Also mir persönlich, auch damals noch in der Rolle als PEler, hat die Administration echt viel Arbeit gekostet schon. Und das Arbeiten am und mit dem Menschen war dann eher etwas zurückgerutscht. Ja. Dann das Thema Better People Decisions, ja, Fakten. Also wir haben etwas, was uns unterstützt. Das hat auch Christian gerade schon gesagt. Also wir können immer noch mal auf was anderem aufbauen. Steht auch dann weiter unten drunter, AI bringt das Bauchgefühl weg. Ja, absolut. Also, Stärken haben wir auf jeden Fall. Gucken wir uns noch mal an, was ist denn mit den Schwächen? Zuerst die Daten, dann die Frage. Wir hatten eine gute und lange Diskussion, auch am Montag schon. Welche Frage muss ich denn stellen und was mache ich denn nachher mit den Daten? Da ist auch die Herausforderung, wo stehen wir jetzt? Was wollen wir denn überhaupt damit machen? Was wollen wir auswerten? Aggregierung der Daten, ja, und dann die Interpretation. Also die Interpretation ist immer fehleranfällig. Da müssen wir auch gucken, wie kriegen wir Mechanismen hin, um die Interpretation sauber zu machen, um uns da nicht zu verrennen, um nicht zu viel zu machen oder zu wenig zu machen. Transparenz ist natürlich ein großes Thema. Wie komme ich da überhaupt rein? Betriebsrat ist gefallen, Governance bei uns in der Bank, die Regulatorik, die Aufsicht, all das sind Dinge, was machen wir damit? Wie kommen wir damit klar? Dürfen wir das nicht? Was machen wir denn mit den Daten? Homo economicus existiert nicht mehr. Das ist natürlich für die ganzen Betriebswirtschaftler unter uns eine sehr vage These. Ja, das kann auf jeden Fall so sein. Was mich erstaunt und total gefreut hat, ist, was auf der nächsten Slide kommt, nämlich die Chancen. Und wie gesagt, es ist 1:1 Copy and Paste, No Filter. Die Nennungen bei den Chancen sind mehr als bei den Risiken. Und das ist echt eine super coole Erkenntnis und lässt mich hoffen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und gerade das Thema Empfehlungssysteme, wie wir ganz unten sehen, oder eine schnellere, präzisere Expertensuche und Antwort, so ziemlich weiter, ein Stückchen weiter oben, das ist vor allem etwas, was bei uns wichtig wird. Wir sind in einem ganz anderen Lernsetting zu Hause und stellen jetzt gerade erst um auf so eine Expertensuche. Und bis das hier alles mal im Unternehmen angekommen ist, tun wir uns extrem schwer. Und ich bin zuversichtlich, dass wenn wir jetzt dann 1:2 neue Systeme eingeführt haben, die in der Lage sind, Daten zu verknüpfen, dass wir dann viel, viel schneller vorankommen im Bereich Wissensvermittlung und Wissen teilen. Weil bei uns ist das, was ich am Montag schon mal sagte, Sharing is Caring, das ist noch nicht so ganz so ausgeprägt. Und da hilft natürlich Big Data an der Stelle. Und ich bin natürlich auch gespannt, wie es bei euch in Unternehmen ist, ob ihr eine gute Teilkultur habt oder ob das auch eher noch so genau wie Big Data in den ersten Anläufen ist.
Also, weitere Highlights, wie ich hier finde, sind früher Lernbedarfe identifizieren. Also das System weiß vorher, was der Mitarbeiter braucht, ohne dass er es eigentlich schon weiß. Und das ist ja so der beste Fall, so Assimilationslernen. Ne? Also Chancen, eine ganze Menge Chancen zusammengetragen, super Ergebnisse, bin ich total zufrieden mit. Und natürlich kommen auch ein paar Bedrohungen. Und da ist natürlich auch hier die Frage, Unternehmenskultur, Vertrauen, kriegen wir das hin, klappt das? Datenoverkill, also Informationsflut, das ist etwas, was euch alle umtreibt. Das hatten wir in allen Sessions an jedem Tag immer wieder. Wir haben zu viel Daten, und wissen eigentlich gar nicht, was wir damit machen sollen. Und ja, die Frage natürlich am Ende ist eine ganz existenzielle. Werden die besser lernen als wir, die Maschinen? Sie werden auf jeden Fall lernen. Ich habe da noch keine Meinung zu, ob das jetzt besser oder schlechter, ob man diese Einschätzung machen kann. Sie werden vielleicht anders lernen und es ist dann wiederum an uns, darauf zu achten, wie wir das Wissen der Maschinen für uns einsetzen. Und ich weiß nicht, wie euch das geht, aber wenn ich so höre Maschinen lernen, dann muss ich immer an Terminator denken und an Maschinen, die Weltherrschaft übernehmen. Naja, genug Schreckens- und Horrorszenarien kennen wir ja. Wir müssen einfach gucken, wie wir das alles steuern nachher. Dann bleibt eigentlich für heute nur noch mal kurz in die Runde zu fragen, was sind denn die Dinge, die ihr für die Woche jetzt mitnehmt? Wir hatten viele Diskussionen auf dem Blog. Wir haben auch jetzt noch ein bisschen Zeit und mein Wunsch ist, dass wir zuerst mal oben das angehen und ihr kurz in den Chat schreibt, wo waren Aha-Erlebnisse, welche guten Erkenntnisse gab es oder wo sagt ihr auch, da bin ich nicht so ganz einverstanden oder da habe ich mal was gelesen, da würde ich gerne mal was zu sagen. Also feel free und ab in den Chat. Kann man auch direkt fragen? Ja, klar. Simon hier, grüß dich. Hi, Simon. Für mich ist irgendwie eine Frage noch ein bisschen offen geblieben, nämlich was konkret habt ihr denn im Lernkontext bei euch in der Bank schon im Einsatz? Also wir haben viel so über Technologien gehört, was man sich vorstellen kann, was theoretisch geht. Bei vielen der Dinge, auch jetzt in dem Mittwochsvortrag, habe ich mich immer in so Sitzungen mit dem Betriebsrat und den Datenschützern sitzen sehen, ne? Wenn da irgendwie auf Profile von Leuten zugegriffen wird oder auf E-Mails. Ja. Also was ist denn so das Line-up von Dingen, die ihr operativ heute schon verwendet? Also wir sind auch da noch in den Kinderschuhen. Wir haben kein einziges Tool von den neueren Tools, um irgendwelche Daten zu analysieren. Wir haben die Daten aus dem LMS, wir haben also aus dem Lernmanagementsystem, wir sind ein SAP-Konzern, also nutzen wir die LSO. Das heißt, alles, was wir machen, werten wir daraus aus. Aber wir haben, muss ich auch hier ehrlicherweise zugeben, wir haben die LSO in der höchsten Ausbaustufe mit allem drum und dran, aber wir nutzen vielleicht 20% von allem. Es ist jetzt so ein bisschen meine Aufgabe, das zu verbinden. Also Digitalkompetenz aus Innovations heraus zurückzuspielen in HR und zu schauen, wie setzen wir das jetzt alles auf. Wir sind jetzt gerade erst im Begriff überhaupt mal, weil ich hatte vorhin gesagt, Experten lernen und Super Search oder Expertensuche oder Enterprise Search, da etwas zu implementieren, dass wir sowas überhaupt machen. Wir haben, was das Thema Wiki-basiertes Arbeiten betrifft und Auswertung von Daten, die dahinter sind, auch die erste Pilotprojekte. Aber wir sind da echt auch noch am Anfang. Wir haben ganz, ganz viel Wissen, aber wir sondieren jetzt gerade. Und habt ihr mit den LSO-Daten schon mal ein bisschen experimentiert? Also das mal in Machine Learning-Algorithmen gesteckt oder soziale Netzwerkanalyse gemacht oder Recommender-Algorithmen mal ausprobiert? Also habt ihr da schon mal ein bisschen getestet, was theoretisch mit sowas gehen würde? Ja, also aber wirklich auch ganz, ganz rudimentär haben wir gerade erst angefangen. Wie gesagt, ich bin jetzt seit April erst in der neuen Abteilung und mich ein bisschen freischwimmen müssen und irgendwie alles klären müssen. Aber das sind jetzt, da laufen ein paar Auswertungen. Da gucken wir, dass wir Ergebnisse nächste Woche haben. Die kann ich auch gern nochmal teilen, sobald da was da ist. Ja, ja, danke. Klar. Jetzt haben wir eine Frage, die bezieht sich aber auf das, was Christian gerade noch klärt drüben. Gut. Herausforderung für die PM. Okay, das ist eine Frage, die sich im Chat wiederfindet. Gut.
Dann nehmen wir das einfach mal so. Der Blog ist ja auch noch offen. Ihr seid alle nach wie vor eingeladen, weiterhin, solange die Colan 2025 noch läuft, da immer wieder mal zu kommentieren und Dinge auch reinzugeben. Und ein weiterer großer Wunsch von mir ist, dass wir das auch nutzen, um Publikationen zu sammeln, um Artikel zu sammeln, um Dinge einfach in der Community zu teilen, weil auch in den Twitter-Nachrichten kam ganz oft das Thema Netzwerken. Und gerade bei dem Thema ist es ganz wichtig, dass wir uns gegenseitig auch unterstützen und dass wir in der Community bleiben und sagen, hey, was ist denn deine Erfahrung damit, was ist deine Erfahrung damit? Weil das hilft und es müssen ja nicht alle die gleichen Fehler machen. Ich habe unten noch einmal kurz aufgeführt, was bedeutet denn das jetzt für uns und wie ist es mit dem Thema? Ich glaube, so ein bisschen was habt ihr schon noch rausgehört. Also ich bin derjenige, der es treibt hier in der Bank. Deswegen auch mein Wechsel. Für uns als nächste Schritte, wir werden schauen, inwieweit wir das ein oder andere Analyse-Tool mal einsetzen. Wir werden sicherlich mit dem Christian auch nochmal in Verhandlungen treten und das im Live-Betrieb ausprobieren. Das sind so die Dinge, die wir jetzt machen. Wir sondieren natürlich auch den Markt und gucken, was wir da alles Neues machen können. Es ist auch nach wie vor so, dass es da offiziell, weil auch da war die Frage letztens, wo kommt denn der Auftrag her? Also es gibt jetzt hier bei uns in der Bank keinen offiziellen Auftrag, der sagt, wir haben jetzt ein Projektbudget hierfür und wir haben der Menschen, die dafür freigestellt werden, sondern das ist etwas, was wir hier aus dem Team raus machen. Und wir sagen, das ist ein strategischer Punkt und den wollen wir gerne vorantreiben. Und ich glaube, das ist einfach die Rolle, die wir im Moment haben, so zwischen HR und Innovation, immer dieses Hin und Her. Ich hatte es ja vorhin mehr anderen genannt. Das wird sich auch erstmal, glaube ich, nicht ändern. Bis wir nicht ganz klar sagen, okay, wir haben eine Komplettveränderung in der Rolle des Personalentwicklers, wir haben eine Veränderung in der Rolle von HR generell. Und wenn wir es schaffen, diese Strömung, die jetzt im Moment im Markt ist, dass das HR immer mehr strategisch auch wieder wird, dass wir das noch stärker forcieren und auch da vielleicht neue Jobprofile schaffen. Und es ist auf jeden Fall, wie ich finde, eine Chance. Und abschließend die letzten Worte so von meiner Seite zur Woche. Ich hatte total viel Spaß, habe ganz viele Erkenntnisse auch mitgenommen, die ich auch jetzt in die Arbeit hier einfließen lasse. Und hoffe, dass wir in der Konstellation jetzt im Colon uns nächstes Jahr irgendwie dann auch mal wiedersehen. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, wir sind jetzt bei fünf nach halb. Gerne haben wir noch ein bisschen Chat-Konversation. Ansonsten, Jochen, auch die Bitte nochmal an dich, so zwei, drei abschließende Worte. Wie war denn für dich die Woche? Ja, herzlichen Dank, Sven. Also ich kann erstmal alles unterschreiben, was du gesagt hast. Ich fand auch den Twitter-Chat sehr spannend. Ich fand auch den Mittwoch, den ich mir im Nachgang angehört habe, sehr spannend. Habe jetzt gerade auch nochmal hier die Chat-Diskussion so ein bisschen verfolgt und mich auch nochmal an den Begriff Lernempfehlungen ausgetobt etwas, wo ich noch so am Sortieren bin für mich. Aber das ist auch so ein Prozess, der sicher noch über den heutigen Tag hinausgehen wird. Ich denke, das, was du auch vorhin erwähnt hast, das Thema ist auch sicher eines, das im amerikanischen, und jetzt denke ich auch mal ein bisschen an die Start-up-Szene und auch an die Ad-Tech-Szene, einfach da natürlich stärker und schneller vorangetrieben wird als hierzulande. Und von daher machen sicher einige der Literaturempfehlungen, die wir im Blog gesammelt haben, im Sinn, sich da so ein paar Adressen einfach mal zu bookmarken, wie den Josh Bursin oder die Gene Meister, die einfach immer wieder mal die dortige Szene begutachten und Links und erste Case Studies hier so in die Diskussion reinschmeißen. Ansonsten, ja, herzlichen Dank. Also ich glaube, wir sind, ohne es das Thema abschließen zu können, aber ich denke, das war uns auch von vornherein klar, haben wir so ein bisschen die Felder sortiert und einige Begriffe gewonnen. Hat Spaß gemacht. Also von daher auch da nochmal ein herzliches Danke. Ich gucke jetzt auch nochmal, ob da neue Fragen kommen. Wir haben den Simon in der Leitung, der ansonsten so den fließenden Übergang zur folgenden Bosch-Woche machen könnte. Mhm. Simon, magst du einfach mal reinspringen? Ich gucke auch noch links. Du bist ja selbst noch am Schreiben. Also wenn du mit dem Schreiben fertig bist, ob du dann...
Meinst du, wenn ich mit dem Schreiben fertig bin, kann ich einfach was sagen, dass die Männer ja nicht multitasking-fähig sind? Ich war jetzt unsicher, danke. Ja, ich weiß nicht, gib du mir ein Signal, wann du denkst, dass es passt oder dass keine Fragen mehr kommen? Du schieß einfach los, also wenn wir da noch eine Frage entdecken, dann nehmen wir das nochmal danach auf. Genau, dann würde ich mal versuchen, Moment, euch mal einen Bildschirm freizuschalten. Also die Frau Dirkschnieder oder das Team von Bosch ist jetzt noch nicht da. Die wollten die letzten 10 Minuten, hätten die Access gekonnt. Also das heißt, ihr müsst mit mir Vorlieb nehmen. Ich weiß nicht, könnt ihr meinen Bildschirm jetzt schon sehen, den Browser? Ist auf dem Weg, jetzt ja. Ist auf dem Weg, sehr gut. Okay, also die Bosch-Woche nächste Woche, vielleicht kurz im Überblick, überschrieben ist die mit der Rolle der Weiterbildung im digitalen Wandel. Wir haben auf der einen Seite mal als so ein kleines Teaser-Element, diesmal kein Video, sondern ein Podcast, einen 8-Minuten-Podcast gemacht mit dem Dr. Ingo Rentenbach. Das ist der Leiter vom Bosch Training Center und auch vom Robert Bosch Kolleg. Bosch Training Center ist die Einheit bei Bosch weltweit, die alle standardisierten Trainings bei sich hat. Robert Bosch Kolleg, da findet die Führungskräfteentwicklung statt und auch Sondertrainings. Also das ist also ein kleiner Teaser schon draußen. Und die Woche wird ungefähr so aussehen, ich hoffe, das kann man lesen. Wir haben am Montag natürlich wieder eine Live-Session um 13 Uhr. Da werden wir euch auch das ganze Wochenthema nochmal vorstellen, insbesondere auch, was denn das Bosch Training Center ist und was da drinnen die sogenannte Bosch Learning Company Initiative ist, also so eine Initiative, die Bosch zur lernenden Organisation entwickeln will. Werden dann am Dienstag in dieses Thema der Rolle der Personen, der Weiterbildner dort nochmal tiefer eintauchen. Also was bedeutet diese Rolle ursprünglich des Trainingsanbieters, die Entwicklung hin zu Learning Consultants. Da wird es einen Blogbeitrag geben. Am Mittwoch wollen wir mal das Thema beleuchten, weil es ja im MOOC-Athon jetzt ein paar Mal schon aufgetaucht ist. Welche Rolle spielen denn Enterprise Social Networks im Kontext von Lernen? Und da gab es ja die eine oder andere Diskussion, lösen die den LMS jetzt ab? Brauche ich beides? Wie sieht da eine Rollenverteilung aus? Und Bosch ist ja da jetzt schon 5 Jahre mittlerweile dran, das Bosch Connect als Enterprise Social Network auszurollen. Da gibt es viel im Netz zu finden, auch zu Community Management, zu Working Out Loud bei Bosch. Also das werden wir uns da mal anschauen. Wir haben da als ein kleines Highlight dann auch außer der Reihe von 15 bis 16 Uhr die Katharina Perschke, die das Thema Community Management, aber auch Working Out Loud bei Bosch treibt, für so eine kleine Q&A-Session gewinnen können. Also sie wird uns in Ergänzung quasi zu dem Inhalt, den es früh gibt, auch nochmal zeigen, was denn gerade die aktuellen Aktivitäten sind, wie sie versuchen, Working Out Loud bei Bosch zu platzieren. Die haben nächste Woche Montag ein Riesen-Event, da ist John Stepper da, da sind 500 Leute eingeladen. Also werden wir sicher aus allererster Hand erfahren, wie das ist, wie das dort ankommt. Dann den Donnerstag, da haben wir uns gedacht, da gibt es mal keinen Input, sondern gibt es eher so einen kleinen Kreativ- oder Ideenwettbewerb. Also da geht es darum, vielleicht für die Bosch-Woche, aber vielleicht auch schon so ein bisschen im Hinblick auf die Sommerpause, wo wir so ein kleines Fazit erziehen wollen, was den MOOC-Athon angeht, einfach mal zusammenzutragen, was denn aus unserer Sicht jetzt denn tatsächlich die Trends und Ideen für Lernen der Zukunft sind, die auch mal auf so eine kleine Zeitachse einzuordnen, damit wir da eventuell bis 2025 auch so einen kleinen Fahrplan bekommen. Und das werden wir dann Freitagvormittag zusammenfassen und am Nachmittag dann Freitag 13 bis 14 Uhr in der Live-Session entsprechend zeigen. Das machen wir auch dann direkt aus Feuerbach. Also da ist das Team dann komplett beieinander. Na, ich zeige mal noch gerade ganz unten, dass man die Leute auch schon mal gesehen hat. Der Herr Rentenbach wird dabei sein, die Mareike Dirkschnieder aus dem Bosch Training Center, die dort das Thema Virtual Classroom, das Projekt eUniversity macht. Dann der Alexander Preis, auch aus dem Bosch Training Center, der dort für das Projekt Digitales Lernen zuständig ist, wo es zum Beispiel auch um eine Videoplattform geht, also so ein Thema internes YouTube zum Lernen. YouTube ist ja neben Twitter in Shane's Hardliste der Lerntools auch immer recht weit vorne gewesen. Und der Fabian Zirk, sehr viel mitgeholfen, Praktikant aktuell, der eben gerade im Bereich dieser Lehr- und Lernmethoden und Lernvideos jetzt auch sehr viel macht. Also das ist so der Inhalt und das Line-Up, was uns für nächste Woche erwartet. Und wie gesagt, Podcast ist schon offen unter colan.de/podcast. Könnt ihr euch den schon anhören, gegebenenfalls auch abonnieren. Cool. Dankeschön.
Gerne. Dann spricht ja nichts dagegen, die Woche aufzuteilen zwischen, was haben wir dann? Job, Tour de France und Mukaton, ne? Fährst du die Tour de France mit, ja? Ah, nee. Da brauchst du so ein Augmented Reality Teil, um quasi gleichzeitig mucken und fahren zu können. Ja, da gibt es ja mittlerweile wunderbare Features, also in den 18 Sportkanälen, dass man da schon fast live mitfahren kann. Nein, nein. Und die Reihenfolge muss auch jeder für sich sortieren. Nee, herzlichen Dank, Simon. Sven, haben wir noch eine Frage aus dem Chat? Irgendetwas, was du vielleicht entdeckt hast, was noch irgendwie eine Erwähnung wert wäre? Okay. Ich habe gerade nochmal reingeschaut und da ist jetzt nichts, was wir aktuell beantworten müssten. Ich freue mich auf die nächste Woche, weil es ein wunderbarer Übergang ist von Daten hin zu ESN. Und wir persönlich haben gerade das ESN-Thema hier ganz, ganz stark auf dem Tisch. Ich werde Simon auch auf jeden Fall Gast sein nächste Woche. Das freut uns. Ja. Dann würde ich sagen, wünschen wir allen ein schönes Wochenende. Die genannten Kanäle sind ja weiterhin offen. Ja, und absolut. Wer will, sieht sich dann am Montag um 13 Uhr wieder. Ja. Habe ich was vergessen? Genau, in diesem Sinne. Ein schönes Wochenende. Schönes Wochenende allerseits. Tschüss. Ciao.